Okay. Brauch ich wieder nicht lesen. All the way from the new continent, we won't tolerate failure. Be sharp out there. Meet at the stage on level 1. Call roll by regiment as soon as you arrive and stand by for orders. Tension! Fall in! Right face! March! Hopp, hopp. Double time! Drei Mädchen, das würde ich mir nicht gefallen lassen. Hey, Saki. It was your troops who made us late. Aren't you a little lax on discipline? Oh, it's... Don't give me that, Nana! The last time they were late, I made them all give me 3,000 quark! Oh, Saki. You're such a muscle freak. I'd make them go without rations for 100 days. Oh, Mio, you're too kind. BTF? If it were me, I'd give him 5,000 lashes. Then I'd pickle him in brine and give him 100 days in the brig. ziemlich nett. That would kill him. If Herr Mullen were to get wind of that, he'd have your head. No problem. I just swear him to secrecy, and Herr Mullen will never be the wiser. Come on. We need to get going too. Or we'll be late for the rendezvous. Right, Mio. If we were to be late, it'd be hard to discipline the troops. Die machen mir ein klein wenig Angst. Die sind ein bisschen. Naja, masochistisch kann man das noch nicht nennen. Die machen mir einfach Angst. Okay, ich würde sagen, wir packen hier nicht mal lange und gehen mal gleich runter und werden die mal ansprechen. Auch wenn sie uns vielleicht umbringen werden, aber das Risiko gehe ich jetzt mal ein. Hallo! Wieso sind die Kinder? Wie kommt ihr in die Sultruinen? Sieh an! Die Ruinen sind unterirdisch, stimmt's? Kann ich sie sehen? Bringt uns hin! Sehr verdächtig, wie seid ihr? Ich kenne keine Gnade, auch bei Kids, und jetzt antwortet! Lauf sofort weg? Ja, ziemlich. Besprich mir zu, was zu tun ist. Zeig die Empfehlung. Na, normal. Wir wollen die Sultruinen besichtigen. Schaut, ein Empfehlungsschreiben vom Kurator des Ballmuseums. Ein Empfehlungsschreiben? Das da! Ich denke, es sieht echt aus. Seht ihr, wir sind überhaupt nicht verdächtig, also nehmen wir uns nach unten. Nach unten? So, in Ordnung. Aber zeigt uns erst dieses Empfehlungsschreiben. Empfehlungsschreiben übergeben. What? Da? Bye-bye. Oh, Flommi. Jetzt passt mal auf, ja? Oh. Seht ihr, wenn ich das Empfehlungsschreiben jetzt seid ihr Dummköpfe. Jawohl, illegale Eindringlinge, oder? Das ist korrekt. Nun müssen wir die Eindringlinge fangen und foltern und hinrichten. What? Da ihr aber keine Kinder seid, erzählen wir noch einmal davon ab. Aber dass ihr Kinder seid, ja. Verlass sofort die Sultruinen. Kommt, gehen wir, sag ich, Mio. Lass uns keine Zeit mehr mit diesen Kids verschwenden. Okay, Justin, die heute Nacht, alle drei gleichzeitig. So etwas Niederträchtiges. Für wen halten die sich eigentlich? Wie dem auch sei, Justin, es hilft nichts. Gehen wir heim. Aber auf keinen Fall so. Ein Abenteurer kann jetzt nicht aufstecken. Da hast du recht. Wir gehen. Können wir uns den Kran hier mitnehmen? Hier so ein bisschen rein und dann bam bam. Scheiß drauf, wir gehen jetzt rein. Oh, warte mal. Draußen war immer was. Aha, versteckt also, haha. Verstehe. Heilen und ein Tipp. Kampftipp 1. Es ist wichtig festzustellen, welche Monster für starke Angriffe bereit sind, um diese zuerst zu erledigen. Monster, die gelbe Funken sprühen, versuchen tödliche Angriffe, die zu ignorieren, ist gefährlich. Auch Freunde mit niedrigen TP werden, zielende Monster sind auch gefährlich. Wir raten dir, diese gefährlichen Monster als erste zu besiegen. Verwende den Befehl ZEIGEN. Bewege den Cursor auf ein Monster und das Gruppenmitglied, auf das es zielt, im IP-Zeiger in der unteren rechten Ecke. Ja, ich habe jetzt gar nicht so richtig drauf geachtet, ich habe hier schon gelesen und ich kenne ja eh die Strategien. Mana-Straße. Ja, immer wenn ich hier drin bin, da kommt das doppelt. Das ist geil. Doppelt, das gefällt mir. Das Menü ist also meistens so 50 Frames bestimmt oder so.
So, ich würde sagen, ab in die Sohlensruine. Justin, willst du da wirklich runter? Da sind die Körper, die drei gesagt haben. Habe ich schon, aber die tun so geheimnisvoll. Da muss irgendwas sein. Die haben uns doch praktisch gesagt, dass da Geheimnisse sind. Ein Abenteurer kann das nicht ignorieren. Ach, Justin, du weißt doch, ich dachte mir, dass es so weit kommen würde. Okay, ab ins Maul. Die Sultruinen. Justin, ich würde nichts sagen, aber wir müssen vorsichtig sein. Carlisle Force, Mullen Company, fall in, face forward. Die geile Haare. Salt Ruin Special Survey Team. Roll call. Squad leaders, front and center. Da würde ich jetzt nicht reinstürmen. Sergeant Nana, leader the Bloody Rose Squad reporting. Blutrose. Sergeant Saki, leader of the Lightning Star Squad. All men accounted for. Sergeant Neo, leader the Desert Moon Squad. All men present. Wüstenmondeinheit. Colonel Mullen will now address the troops before deployment. All soldiers, listen carefully. Yes, Lieutenant. Okay, das ist die Leutnantin. My dear soldiers, our squad will now commence the final excavation of the Salt Ruins. Ein Schönling. Operation Yggdrasil is entering the final stage. Now we only have to find the last remaining piece. I needn't remind you that the depths of these ruins are dangerous. You may even be risking your life. However, this is our time. You, the Honorable Carlisle Forces, will bring a great boon to humanity. Go! You, the elite of Carlisle, will open the door to the wisdom of the ancient Angelo civilization. Okay. I am counting on every one of you. Yes, sir! Ah, der Schwarm also. Bloody Rose Squad, you take the east. Lightning Star Squad has the west. Desert Moon Squad, take the south. You have your assignments. We're counting on you. Good luck. Okay. Yes, Lieutenant. Ah, und die können also sie nicht so gut leiden. Okay, besser Bescheid. The time is 15:06 hours. All squads have begun operations. Lean. You've also become quite an able aide-de-camp. Huh? Oh, thank you, Herr Mullen. Ah, flirten also, während der Arbeit. Well, let's get to work ourselves. Let's go, Lean. Yes, sir. Also, die gefallen mir jetzt schon. Justin, hast du das gehört? Klar, demnach ist hier wirklich was. Los geht's so. Okay, ein Abenteurer muss das irgendwie schaffen und... Ja, das war mich schon falsch. Gut, Justin. Wir machen das jetzt mit Bedacht. Yippie! Ja! Ein Schleim! Und was ist es? Es ist... grüner Schleim. Hart. So, dir muss bewusst sein, diese werden wahrscheinlich stärker sein als die in der Natur. Als die Insekten. Wir nehmen einfach mal beide und mal gucken mal, wie das abgeht. Ja, okay. Jeder braucht drei Schläge. Okay, oh. Eieiei. Oh, das könnte was werden. Das könnte was werden. Du nimmst den ab. Oh, das ist Teamwork. Episch. What a finch. Justin müsste jetzt Level Up sein. Level up! Gut, dann werden die Monster ja gar keine Probleme mehr. So, B1 sind wir hier. Merken wir uns, B1, okay. Wir müssen ein bisschen mit der Tastatur hier im Moment klarkommen. Oh, was sagen die? Die stürmen die Menschen. Sie gucken sich eine Wand an. Hey, habt ihr das gesehen? Das war Oberst Mullen in Person. Wow, endlich durfte ich ihn in Person sehen. Was ist denn der hat abgelegt, noch irgendwo zu finden gibt? Hey, hast du das gehört zu? Anscheinend geht hier was Unglaubliches vor. Und dieses Unglaubliche werden wir finden. Wer weiß, vielleicht gibt es Döner umsonst hier drin. Da ist eine Fledermaus und ich bewache Geld. Scheiß drauf, wir wollen Geld. Geld, ich bin Geld geil. Ah!
Haben die irgendeinen besonderen Namen? Baby-Fledermaus. Oh komm, das ist mir zu billig. Sue, du nimmst den da. Justin, du nimmst die da. Och, 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 nö, nö. Oh, das kann ich ja nicht angucken, wie billig die sind. What a finch. 2 Erfahrungspunkte, super. Ja, ja, der Anfang ist langweilig, ich weiß. Geht mir doch auch so. So, wir sind hier nicht umsonst, sondern wollen das Geld haben. Und da oben, das wackelt mal sehr realistisch. Wow. Und was habt ihr zu sagen? Ich hätte nicht über diese hübschen Mädchen spotten sollen, als sie in die Akademie eingetreten sind. Was ist passiert? Denn was ist passiert? Ich habe zur selben Zeit angefangen wie diese Hauptleute. Boah, ich krieg's heute nicht hinzulesen. Aber sie sind in höhere Kurse gekommen und heute sind sie höherrangiger als ich. Diese drei. Ha. Aha, also Mio und so. Okay, hoffentlich erkenne ich dich nicht wieder, weil sonst bist du wirklich tot. Was sehen wir denn hier? Da ist Geld und Schleim, die habe ich schon gesehen, die werden mir jetzt wegbolzen. Ah, das sind jetzt 4. Ah, yeah.